Kapitel 9, Punkt 3. Hat der Prophet Muhammad Allah gesehen? Manche Muslime meinten, dass im Fall des letzten Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, eine Ausnahme gemacht wurde, da Allah ihn durch die Himmel reisen und sogar jene Schwelle überschreiten ließ, die nicht mal die Engel überschreiten durften. Als jedoch seine Frau Aisha von einem der Tabi'un mit Namen Masruq gefragt wurde, ob der Prophet Muhammad seinen Herrn gesehen habe, antwortete sie: Meine Haare sträuben sich wegen dem, was du gefragt hast. Wer auch immer dir erzählt, dass Muhammad seinen Herrn gesehen habe, hat gelogen. Und als Abu Dhar den Propheten das Gleiche fragte, antwortete der Prophet: Es gab nur Licht. Wie hätte ich ihn sehen sollen? Der Prophet erklärte bei einer anderen Gelegenheit die Bedeutung des Lichtes und dass dieses nicht Allah selbst war, indem er sagte: Wahrlich, Allah schläft nicht, noch passt es zu ihm zu schlafen. Er ist der eine, der den Grat erniedrigt und erhöht. Die Taten der Nacht steigen zu ihm vor den Taten des Tages hinauf und jene des Tages vor jenen der Nacht, und seine Verhüllung ist das Licht. Daher kann mit Sicherheit gesagt werden, dass der Prophet Muhammad, wie auch die Propheten vor ihm, Allah, den Gewaltigen und Gnädigen, in diesem Leben nicht gesehen haben. Daher ist die Behauptung jener, die annehmen, Allah in diesem Leben gesehen zu haben, falsch. Wenn die Propheten, die Allah vor der gesamten Menschheit bevorzugt hat, nicht in der Lage waren, ihn zu sehen, wie kann dann irgendein Mensch, egal wie rechtschaffen und fromm er auch sein mag, ihn sehen? Die Behauptung, dass jemand Allah gesehen hat, ist in Wirklichkeit eine Aussage der Häresie und des Unglaubens, denn dies würde implizieren, dass man besser ist als die Propheten.